So, hallo und herzlich willkommen zurück. Was haben wir hier noch drin? Das Lager ist leer. Wir sind komisch, Art und Weise, wo der hier respawnt. Ich mach schnell noch Munition auffüllen. Wir müssen Operationsbasis noch machen. So, und los geht's. Dachte, die hätte ich schon, die Operationsbasis, aber okay. Dann machen wir doch das mal schnell. So, und raus hier. Sind jetzt auf dem Weg. Hab mit, also das, also Division kommt jetzt täglich. Eine Folge früh. Ah ja, stimmt, den habe ich ja schon. Ich war ja bis nach den CTI-Kämpfen. Oh Mann. Bin so weit zurückgeschmissen. Naja, nicht so schlimm. Kommen heute zwei Folgen. Also ich nehme zwei Folgen auf. Da hat man, siehst du, da hat man nämlich auch schon. Gott, 200 Meter sind ganz schön lang. Die fällt gleich um. Vom logischen her haben wir die ja schon gerettet, vom logischen her. Also dürften die jetzt die CTF nicht mehr dastehen. Na komm. So, weiter geht's. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Punkt? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung! Auf lokale JTF-Frequenz. Einheit 43, Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Oder auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Auf geht's! So, jetzt müssen wir genau überlegen, was wir machen. Was passiert ist?
So, weiter geht's. Jetzt muss ich die Bombenputzis irgendwie loswerden. Diesen schlimmsten. Na, na? In Ordnung. Wollen wir mal gucken. Wo? Da hinten. So, wo ist da noch einer? Zentrale? Und erledigt! Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. So, und rein hier. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Ich hab eine Riesenauswahl. Alles Glück der Welt da draußen. Na, gucken wir mal, was da hast hier. Jungchen, bessere Besorgung, naja. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen. Wenn ich es nicht habe, brauchen Sie es auch nicht. Es gibt Ärger mit dem Pathway Project. Wollen Sie dort nicht helfen? Bis später. Oh, Mensch, bleib doch nicht hängen, Junge. So dick bist du doch gar nicht. Okay, also du bist ein Division-Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheitert, auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du das musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Na klar, mich schicken sie raus. Ich bin der Neue, oder was? So, vollständig. Gucken wir mal. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Sehen Sie sich die Ware an. Zielferno haben wir noch gar nicht. Naja. Wagen Sie einen Blick, bevor es ausverkauft ist. So.
So. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. So, das war jetzt der Technikflügel, auf dem wir uns eigentlich ein bisschen mehr konzentrieren wollen. Aber es klappt nicht immer so. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. So. Viel Spaß beim Video. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. So, jetzt sitzt du da. Also sehr viel kann man an Waffen noch nicht machen. Okay. Hey, was darf sein? Bestattungshändler? Sehen Sie sich ruhig alles an. Wenn Sie den Times Square zurückholen. Machen Sie Rhodes verdammt glücklich. Der ist doch nicht mal da, du armleuchter Mensch. Wie kann ich dich glücklich machen? Muss erst mal holen. So, ich laufe jetzt noch dahin. Dann starten wir in der nächsten Part durch. So. No. Bis zum nächsten Part. Haut rein und tschüss.